Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Symposium Künstliche Intelligenz und Krebs. Veranstalter dieses Symposiums heute Vormittag ist das AF, Private Institute for Research and Ethical Use of Artificial Intelligence. Wir haben heute gerade in der Gesundheitspolitik die Herausforderung, dass wir sehr, sehr viel Geld und sehr viel Zeit aufwenden für die Behandlung von chronischen Krankheiten, seltenen Krankheiten und eben auch Krankheiten wie Krebs. Immer noch ist Krebs mit 24,5% die zweitmeiste Todesursache in Österreich. Worauf setzen wir den Schwerpunkt bei künstlicher Intelligenz? Unser Schwerpunkt liegt am Gesundheitswesen und hier vor allem auf den Bereichen Onkologie und Hämatologie. Die Onkologie bietet sich deswegen auch für künstliche Intelligenz an, weil es kein anderes Fachgebiet mit einer so hohen Interprofessionalität in der Medizin gibt. Das geht von den verschiedenen Fachdisziplinen in der Onkologie los, Chirurgie, Hämatologie, Radioonkologie, Gynäkologie, aber auch über die Pflege, über Pflegefachkräfte auch mit entsprechender Spezialisierung. Die Prämissen, die wir uns damals, als wir gegründet haben, unser Tumorzentrum, wir gesetzt haben, war, dass jeder Patient, unabhängig von dem Spital, an dem er aufgenommen wird, das gleiche in medizinischen Leitlinien festgehaltene diagnostische und therapeutische Angebot bekommt. Das heißt nicht, dass alles überall gemacht wird, dass aber das Angebot an den Patienten, inklusive der Möglichkeit der Teilnahme einer Studie, an jedem Standort ident ist. Wenn man so viele Spitäler hat, dann ist klar, dass das ein extrem komplexes Gebilde ist. Das ist nicht so einfach zu organisieren. Wir haben klassische Instrumente wie ein Steuerungsgremium, Fachbeiräte, das ist klar. Aber wie sollen die verschiedenen Spitäler miteinander kooperieren? Wir arbeiten über sogenannte Tumorboards zusammen. Das heißt, wir vernetzen uns, die verschiedenen Fachdisziplinen vernetzen sich für eine optimale Behandlung der Patienten. Das Wissen aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, aus Studien, ist so groß geworden, dass der einzelne Onkologe das gar nicht mehr alles überblicken kann. Und hier spielt natürlich das Wissensmanagement eine große Rolle, im Gegensatz zu früher, wo doch die Behandlung nicht sogenannt multimodal war, das heißt, die verschiedenen Disziplinen kommen zusammen. Ist das etwas, was heutzutage nur noch geht, wenn man sich miteinander austauscht und der Einzelne in seinem Fachgebiet hochspezialisiert den aktuellen Wissensstand kennt? Die ganzen Daten, die wir erheben, erfassen wir in einer Tumordatenbank, in einem klinischen Krebsregister. Das heißt, es sind auch die Daten zum Therapieverlauf in der Datenbank mit verfasst. Und das geht von Diagnostik über alle Behandlungsphasen bis hin zur Nachsorge, beziehungsweise wenn ein Patient verstirbt, bis hin zum Lebensende. Diese Daten, kann man sich vorstellen, sind riesig, die man dort generieren kann und jemand muss die auch alle erheben. Das ist einfach ein sehr, sehr großer Aufwand. Deswegen kann man nicht alles machen, sondern wir fokussieren uns im Tumorzentrum auf die Aufgabe im Moment einer medizinischen Ergebnisqualität. Wir verwenden eine Software, die es uns ermöglicht, sehr spezifisch die verschiedenen Tumorentitäten abzubilden, weil jede Tumorerkrankung anders ist. Jede Tumorerkrankung hat eigene Parameter, die eigens wieder erfasst werden müssen. Und das macht es sozusagen nochmal zusätzlich komplex. Und dann ist das Thema Datenschutz natürlich ein Riesenthema. Wenn wir über verschiedene Spitalsträger miteinander kooperieren, muss trotzdem die Datentrennung sauber ermöglicht werden und trotzdem muss eine Gesamtsicht im Sinne der Auswertung auf die Daten möglich sein. Wir führen die Daten aus unserer Tumordatenbank in ein Data Warehouse, das ist bei uns das ClickView, und mit diesem Data Warehouse können wir auch andere Datenquellen hineinholen und mit den Patientendaten entsprechend verknüpfen. Also eine Entwicklung, wo der einzelne Patient in Wirklichkeit einen Nutzen hat, weil er nicht nur eine Einzelmeinung von einem Arzt bekommt, sondern in einem Tumor sitzen Fachexperten von verschiedenen Bereichen zusammen und er kriegt nicht nur eine Zweitmeinung, sondern er kriegt in Wirklichkeit eine Meinung von 10 Ärzten oder 15 Ärzten, die dort in einem Tumorboard sitzen und über seinen Patienten, über den Patienten spezifisch reden. Künstliche Intelligenz soll Ärzte keinesfalls ersetzen. Das ist wie das selbstfahrende Auto, wo letzten Endes der Fahrer auch noch eingreifen kann, soll. Aber uns muss klar sein, dass die Geschwindigkeit, mit der sich Artificial Intelligence entwickelt, natürlich eine ist, die sehr rasch dazu tendiert, das Steuer oder das Ruder auch selber übernehmen zu können. Kann künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, ich benutze die beiden Begriffe synonym, die Krebstherapie optimieren, vielleicht sogar den Krebs insgesamt besiegen?
Mit dieser Frage möchte ich mich jetzt auseinandersetzen. Hier hat man verglichen, was drei Radiologen erkennen können in diesen Röntgenbildern und hat ein KI-Algorithmus entwickelt, der selbst gelernt hat, Metastasen zu erkennen. Die Qualität war vergleichbar zwischen dem KI-Agenten und dem Radiologen, aber die Radiologen haben für die Analyse der 420 Bilder 240 Minuten, also 4 Stunden gebraucht, während der Algorithmus es in 1,5 Minuten schafft. Und das ist schon so ein erstes Zwischenfazit, dass künstliche Intelligenz Dinge machen kann, die auch Menschen machen können, aber sehr, sehr viel schneller. Ein weiteres interessantes Thema ist, dass man multiple Daten aus dem Blut misst, zum Teil auch genetische Daten, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, während keiner einziger dieser Datenpunkte einem sagt, ob es Krebs ist, kann in der Gesamtschau der Daten ein Muster erkannt werden, das mit hoher Wahrscheinlichkeit sagt, dass der Patient Krebs hat. Das ist Work in Progress. Diese Untersuchungen laufen im Augenblick. In der Analytik, also um Dinge besser zu verstehen, wird KI eingesetzt, um Muster in klinischen Daten zu erkennen, Risikopatienten. Man kann damit genauso Strukturen in Krebszellen erkennen, die vielleicht alle Krebszellen gemeinsam haben und deshalb für Therapeutika gute Zielstrukturen sein könnten. Oder umgekehrt, dass man die relevanten Strukturen in bekannten und wirksamen Medikamenten besser identifizieren kann. Wir sammeln Big Data, viele, viele Daten. Und mit Hilfe von KI erkennen wir Muster und letztendlich die relevanten Strukturen, aus dem man dann wieder entsprechende Schlüsse ziehen kann. Das macht man so mit Medikamenten, macht das aber auch mit Krebszellen. Künstliche Intelligenz kann aber mehr als Daten analysieren. Künstliche Intelligenz kann auch die Realität beeinflussen. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, dass die künstliche Intelligenz soll nicht von Datenbanken lernen, sondern soll in Real-Time Daten, die dem System regelmäßig übermittelt werden, lernen. Und dann stellt sich daran die Frage, können wir ein solches System dazu nutzen, um das Wachstum von Krebszellen zu kontrollieren. Darauf basierend sind wir jetzt dabei, das Ganze mit Zellen zu machen. Dies ist nur eine Übersicht. Hier das Mikroskop, das die Bilder erfasst. Hier die Bilder, die erfasst werden, dann analysiert werden. Die Info wird gemeldet an den Agenten, der die Pumpen steuert. Hier die Pumpen, geht wieder zurück in die Kammer. Das wird noch eine Weile dauern, aber ich denke, es ist machbar. Bisher haben all unsere Experimente geklappt, auch wenn es länger gedauert hat, als wir gehofft hatten. Wir werden den Krebs damit sicher nicht besiegen können, aber vielleicht doch einen Beitrag dazu leisten, das Schicksal unserer Krebspatienten zu verbessern. Und ich finde, er hat es sehr schön auch gezeigt, dass der Ansatz, wie man KI jetzt in dieses therapeutische Setting hineinbekommen soll, tatsächlich aus einem sehr stark wissenschaftlich orientierten biologischen Verständnisansatz herauskommen muss und nicht, indem man Daten der Tumordokumentation nimmt oder irgendwelche Krankenhausinformationsdaten und daraus glaubt, wenn man da KI drüber laufen lässt, Algorithmen dann besser erkennen zu können, wie man Patienten behandeln soll. KI wird oft auch ein bisschen betrachtet als diese magische Blackbox, wo man ein paar Daten reinschüttet, dann ordentlich schüttelt und dann kommt was ganz Tolles dabei raus. So ist es nicht. KI kann nur dann funktionieren, wenn die Fragestellung
die KI-Lösung beantworten soll, richtig gestellt ist und wenn auch ganz klar einem wissenschaftlichen Prozess gefolgt wird. Also die Öffnung von Daten für Forschungszwecke ist, glaube ich, essentiell für den Fortschritt der Wissenschaft. Wir sprechen von Open Science Data, dass man sagt, okay, Daten werden freigegeben für wissenschaftliche Projekte, natürlich immer unter Wahrung der Privacy. Gerade im medizinischen Umfeld und in Kliniken ist der Datenschutz ein Riesenthema, völlig zu Recht. Und wenn ich mit datengetriebenen Algorithmen nicht mit Daten arbeiten kann, weil ich aus Datenschutzgründen nicht auf sie zugreifen kann, dann stellt mich das natürlich vor große Probleme. Und wenn KI Menschen unterstützen soll und menschliches Leben besser machen soll, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, dann muss dieser ethische Code oder diese ethischen Regeln von den Menschen kommen. Und die Aufgabe ist dann, KI-Anwendungen so zu gestalten, dass diese Anwendung eben genau diesen ethischen Regeln genügen. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass KI, da sie ja mit Daten gefüttert wird, nicht mit Daten gefüttert wird, dass in den Daten selbst Vorurteile drinstecken, was sehr, sehr leicht passieren kann. Ich glaube, man sollte hier durchaus überlegen, ob Krankenanstalten zum Wohle der Patienten untereinander leichter Daten austauschen können, ohne dass hier sensible Daten preisgegeben werden. Wer Daten besitzt, hat Macht. Ich kann nur selbstbestimmt leben, wenn ich meine Daten unter Kontrolle habe, im Sinne von, ich weiß, was mit diesen Daten geschieht. Veröffentlichte KI-Modelle, also Modelle, die schon den Prozess durchlaufen haben und jetzt im Einsatz sind, die haben ja aus den Daten gelernt. Das heißt nichts anderes, als dass die Information, die in diesen Daten drin steckt, jetzt im Modell stecken. Das heißt, auch wenn ein Modell gar nicht mehr aktiv auf die Daten zugreift, aber Vorhersagen trifft in der echten Welt, in einem Prozess eingebettet als Service irgendwo in einem Prozess, dann basiert es auf diesen Daten und auf der Information dieser Daten. Und diese Daten, wenn sie nicht vernünftig geschützt wurden, vorher schon im Trainingsprozess, sind dann öffentlich. Die Grundidee ist, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, den Datenschutz wirklich ernst zu nehmen und nicht zu sagen, es gibt da Methoden wie zum Beispiel die Anonymisierung und das reicht dann schon aus. Ich muss nur irgendwie die Daten ein bisschen verändern und dann ist dem Datenschutz schon Genüge getan, sondern ich muss den Datenschutz wirklich ernst nehmen und die Daten grundlegend schützen. Und das geht meiner Meinung nach eben nur, wenn ich die Analytik zu den Daten bringe. Also sprich, die Algorithmen wirklich bei den Daten ausführe und mir dann die Ergebnisse angucke. Und erst wenn ich die Ergebnisse nach eben bestimmten ethischen Kriterien bewertet habe, kann ich sozusagen sicher sein oder kann ich als Mensch entscheiden, ja, hier kann ich guten Gewissens auch in die Veröffentlichung gehen und die Algorithmen dann freilassen. Aber mit Big Data könnte man sehr vieles, glaube ich, auch noch in Richtung Prävention ableiten. Wir in Österreich, in Wien und Salzburg und so sind wir auch schon relativ weit, und man sagt, möglichst viele, zumindest Governmental Data, offen zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Open Data auch dann wieder ein Treiber sein wird für AI. Also meine Frage konkret zu den Kollegen, die dazugeschaltet sind im Zoom einmal, was kann zur Prävention gemacht werden und wie kann man noch mehr Daten sehr schnell sammeln? Prävention ist ja ein Thema, wo ich auch sehr viel breiter gucken kann, was habe ich denn an Daten? Und welche Korrelationen, die ich bisher noch nicht erkannt habe, gäbe es vielleicht. Insofern ist es, glaube ich, ein spannender Ansatz, ganz breit zu gucken. Ernährung, persönliches Verhalten, die ganze Wearables und Fitness-Tracker sind ja eine spannende Datenquelle auch. Also was kann ich da ganz breit und ganz unvoreingenommen an Daten mir anschauen, die Daten dann wiederum sicher verarbeiten und dann Fragestellungen beantworten mit Hilfe von eben erweiterte Analyse, Machine Learning, die dann auch neue Erkenntnisse für tatsächlich die Risikofaktoren vielleicht von Krebserkrankungen aufdecken können.
Die normale statistische Analyse epidemiologischer Faktoren hat uns ja schon sehr viel Zusammenhänge gezeigt, Rauchen, P53-Mutationen und so weiter. Ich denke, die Chance mit der KI ist, dass mit der KI auch multidimensionale Zusammenhänge erkannt werden können. Wenn es eine Kombination aus 10 Variablen ist, da sind wir schon überfordert, diese Zusammenhänge zu erkennen. Aber ich denke, KI wird in der Lage sein, solche Zusammenhänge zu erkennen. Der Gedanke, dass da so ein Computer an einem Sachen entscheidet, ohne mich zu fragen, salopp gesagt, macht dem Patienten Angst. Das heißt, das ist noch eine Dimension, was technisch möglich ist, muss noch immer keine Akzeptanz dann bei den Betroffenen haben. An der Uni Salzburg haben wir im Jahr 1991, glaube ich, haben wir auch auf einem Podium wie diesem das Internet vorgestellt erhalten und wir haben uns nicht vorstellen können, was denn das eigentlich soll und bedeuten wird. Und ein paar Jahre später konnten wir uns nicht mehr vorstellen, ohne das zu arbeiten. Ja, dieses Modell der langen Wellen, das sieht also tatsächlich die Wirtschaftsentwicklung in Marktwirtschaften seit der Industrialisierung als eine schubförmige Entwicklung vor. Und diese großen Entwicklungsschübe werden dabei von so genannten General-Purpose-Technologien vorangetrieben. Strom zum Beispiel, Elektrizität oder das Internet. Das sind solche typischen General-Purpose-Technologien, die tatsächlich als Treiber so einer langen Welle fungiert haben. Vieles von dem, was jetzt an Investitionen in Unternehmungen passiert, ist letzten Endes auf Internetnutzung in der einen oder anderen Form nach wie vor ausgerichtet. Gleichzeitig wächst eine Branche von einer vorerst noch sehr kleinen Basis, aber doch sehr rasch, nämlich alles, was sich um die Frage künstliche Intelligenz dreht. Diese künstliche Intelligenz hat auch die gleichen Eigenschaften oder hat die typischen Eigenschaften zu einer General-Purpose-Technologie, überall einsetzbar, schafft Platz für neue Geschäftsmodelle, wird unser Zusammenleben möglicherweise drastisch verändern auch. Das heißt, hier sollte die Wirtschaftspolitik einfach auf diese neue Technologie, auf diese General-Purpose-Technologie reagieren. Wir müssen uns im Klaren sein, dass selbst große Länder wie Deutschland, innerhalb der Europäischen Union jedenfalls große Länder wie Deutschland, dass die ebenfalls vor den gleichen Problemen stehen und daher Österreich in umso größerem Maße auf solche Technologie- und Know-how-Importe angewiesen sein wird. Und das AIF-Institut kann hier sicherlich einen großen Beitrag leisten. Ja, es wird Arbeitsplätze geben, es werden die Kosten, die langfristigen Kosten von Krebsbehandlungen, die längerfristig anfallenden Kosten von Krebsbehandlungen dadurch wahrscheinlich gesenkt werden können. Da gibt es ja doch ein erhebliches Potenzial, wo wenn nur die Effizienz, sage ich jetzt einmal milchmädchenmäßig, um ein paar Prozent gesteigert werden kann, dass sich das auch entweder in Effizienzgewinnen oder in Qualitätssteigerung oder in einer Mischung aus beiden niederschlägt. KI ist ja, wie richtig gesagt wurde, wirklich so ein Enabler und eine Plattform, die ganz, ganz viel in ganz vielen Bereichen auch leisten kann. Auch noch viele Grenzen hat, die erforscht werden müssen, aber eben wirklich viel Potenzial hat, sodass es da viele Spezialisierungen geben kann und viele spannende Projekte, die, wenn sie richtig aufgestellt sind und wie gesagt die richtigen Fragen stellen, dann auch wirklich einen echten Beitrag leisten können. Also ich glaube, wenn es um den einzelnen Patienten geht, werden wir immer noch Handerfassung haben von Daten. Aber wir werden künstliche Intelligenz verwenden, um in Studien viele, viele Parameter, die es gibt, mit hineinzufließen zu lassen in Therapiealgorithmen oder in Diagnosealgorithmen, wo dann die Wahrscheinlichkeit noch mal besser ist, dass das, was man tut, richtig ist. In der normalen Forschung macht man ein Experiment und guckt, was rauskommt. Während hier gibt man das Ergebnis der Forschung vor. Das ist schon ein völlig neues Konzept. Aber bis das so akzeptiert wird in der wissenschaftlichen Welt, ich denke, auch da gibt es Blockaden, nicht nur was Wirtschaft angeht, sondern auch in der Wissenschaft. Und so ein KI-System kann Experimente machen, die per Hand Jahrzehnte dauern würden. Ich denke also schon, dass sich die Entwicklung dadurch außerordentlich beschleunigen kann. Und das beginnt in der Medikamentenentwicklung schon jetzt. Was kann denn auch regional vielleicht oder auch in Europa geleistet werden, um das Thema voranzubringen? Ich glaube, genau solche Initiativen wie AFI,
wie auch andere Unternehmungen, die viele Forscher zusammenbringen und auch wirklich Grundlagenforschung betreiben. Und auch erfolgreiche KI in der Krebsforschung zum Beispiel kann ja nicht gelingen, wenn ich einfach Anwender oder irgendwelche KI-Experten auf das Thema loslasse und sage, wir bauen jetzt mal aus irgendwelchen Daten, die wir uns zusammengesammelt haben, schöne Lösungen. Sondern es kann nur dann gelingen, wenn ich wirklich das Problem ganzheitlich betrachte und auch wirklich Experten aus der Onkologie, aus der Medizin und eben aus der Informatik und eben vielleicht auch aus der Philosophie für die ethischen Aspekte an einen Tisch bringe, um dann die Lösung wirklich brauchbar zu machen und zu entwickeln. Was mir am besten gefällt, ist, dass das AFI-Institut KI-Methoden verwendet, die wirklich state of the art sind und sogar die versucht weiterzuentwickeln zum Behufe der Verwendung für die Krebstherapien, aber darüber hinaus sehr genau sich auf neuere Entwicklungen Richtung Privacy der Daten arbeitet. Das heißt, man kann sich sicher sein, dass mit den Methoden der AFI Daten von Patienten also nicht missbräuchlich verwendet werden können.